Alexa, mein Navi geht's euch. Ja, war gerade etwas verwirrend. Ich so, soll ich drücken? Ich kann auch drücken. Wer drückt jetzt? Ja, also um den Stream zu starten. Das Community Goal ist abgelaufen. Müssen wir das nochmal verlängern? Ja, gut. Ja, naja, ich habe jetzt über eine Woche ja auch nicht gestreamt. Was? Sollen wir es noch einmal verlängern? Aber ich verlängere es nur noch einmal. Ein letztes Mal. 2 Wochen? Kann man das so, dass ich den Chat sehen kann? Das ist dumm. Ja, dankeschön. So, Kommandant. Mensch, auch am Start. Hallöchen. Versappter zahlender Kunde, wieso muss ich hier warten? Wie, wo musst du warten? Hier, bin noch da. Und Let's Wait direkt hier mit Prime gesubbt. 4. Monat schon, Mensch. Warte, ich schreibe dich gleich auf die Tafel. Ich habe auch schon die von gestern alle draufgeschrieben. Ich war fleißig. Ich habe 3-mal rot und das andere 1 bis 2-mal. Okay. Dann mache ich dich grün. Gott, ich muss das L groß und das F und W. Okay, puh. Ich hin. Gott. Ich reibe hier immer so wahnsinnig schief, aber wunderhübsch. Alle zusammen. 12 Minuten mussten wir hier in der Warteschleife. Ja, das ist ja Standard. Aber das sind 10 Minuten. Das sind nur 10 Minuten. Genau. Es ist wieder aktiv, das Community Goal. Ihr könnt wieder hier, genau. Aaronblon hat auch schon die Punkte reingespendet. Wenn ihr noch Punkte, also Kanalpunkte übrig habt, könnt ihr die dann auch alle reinbuttern. Damit wir unser Community Exit Game noch spielen können. Das war zu schnell für mich. Guten Abend. Extreme Hallöchen, wie geht's dir? So. Nochmal Dankeschön für den Resub. Ich weiß nicht, ob ich gedankt habe. So. Ja, wir sind ein bisschen zu spät heute. Mein Mod ist schuld. Er hat gesagt, ich darf die ganze Schuld auf ihn schieben. Weil er sein Mac, er hat einen neuen Mac und richtet den gerade ein. Und das dauert alles etwas länger als geplant. Und jetzt war es ein bisschen hektisch zum Schluss. Aber wir haben es hinbekommen. Das ist eher zumindest so, dass wir telefonieren können, sagen wir es mal so. Ja, so. Ein Cappuccino, um Gottes Willen, ich habe heute schon so viel Koffein getrunken. Aber ein Cappuccino wurde schon lange nicht mehr eingelöst hier, dann mache ich nicht mal dran, ne? Ich habe heute schon ein Cappuccino und eine Dose Energy gesoffen, jetzt kommt der nächste Cappuccino. Ah ja, läuft bei mir. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, man sieht es zwar nicht, aber ich hab hier hinten immer so meine Chaos-Ecke. So, dann ich sie jetzt einfach mal. Ich habe da jetzt meine, ist ja ein bisschen umgestaltet und da steht jetzt meine Mikrowelle. Mhm, weil ihr immer gefragt hattet, wo die Mikrowelle hinkommt, die steht jetzt hier hinten. So. Ich finde gerade, wo sind denn meine Kaffeedinger? Wo habe ich meine Kapseln hin? Oh, ach da. Ich bin blind. Habt ihr alle Cornflakes vernichtet? Deine Schwester ist wirklich eine nette, sehr lustig, aber auch ruhig. Ja, die ist direkt von der Arbeit gekommen. Die hat gestern bis 18 Uhr gearbeitet und ist dann direkt zu mir gekommen und dann hat ihr das mit dem Nacken und auch fand ich voll süß von ihr, dass sie das mit mir gemacht hat. Und nee, wir haben nicht alle Cornflakes, also wir haben alle probiert, aber ich habe jetzt noch ganz, ganz, ganz viele. gönn dir einfach, mache ich. Kann das sein, dass Roxen vorhin in den Startbildschirm reingequatscht hat? Ich hatte irgendwie eine Stimme, die ich nicht zuordnen konnte. Ich glaube nicht, dass man den hören sollte, weil... Nee, eigentlich nicht. Und ich bin alleine. Oh, du hörst Stimmen? Was ist denn los? So. Machen wir mal hier ein Köpfchen. Niklas, Hallöchen, wie geht's dir? So. Ich habe meinen Zucker sehr gut verbaut. Der Mist hier spinnt, alles ist möglich. Ja, hier ist alles möglich, ja. Steff, Hallöchen und Griechern. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Schön, dass ihr am Start seid. Der Henry. Na, alles gut? So, ich mein Zucker.
about to send them back to hell again. Wow. Ach, ich habe hier immer noch so ein kleines Ringlicht, aber das steht irgendwie immer nicht richtig. Das liegt mehr als alles andere. So. Dann probier doch mal das Hähnchenbrust mit Unterschied. Ach so, Cornflakesmehl drumherum. Du meinst so zum Panieren? Das könnte ich tatsächlich mal irgendwie ausprobieren, ja. Hallo, liebes Hallöchen. Vielleicht werde ich langsam verrückt. Ich weiß es nicht. Knetest du den Teig mit den Händen? Also ich habe den Knethaken in meine Küchenmaschine reingetan. Mal gucken, wie gut es funktioniert. Und im Notfall nehme ich halt noch die Hände. So habe ich es mir gedacht. So. Ich mach ohne Milchschaum. Ist das okay? Also quasi mehr in Milchkaffee, aber... da ist nicht mehr viel. Da ist nicht mehr viel drin. Naja, machen wir die mal leer. So, danach starten wir dann, wenn ich fertig bin mit meinem Käffchen, Cappuccino, dann starten wir dann mit den Piccolinis. Wie war euer Tag denn heute so? Wie war er gut, war er schlecht, war er langweilig, spannend? Wie war's? So, ich mal gucken. Okay, ist zwar sehr wenig Milch für meine Verhältnisse, aber könnte okay sein. Muss mal probieren. Komisch? Ui, wieso denn komisch? Ich weiß nicht. Bei mir war... wie war mein Tag? Es war eigentlich ganz gut was los in der Arbeit. Waren aber auch schon wieder so ein paar Sachen dabei, wo man sich irgendwie fürchterlich drüber aufgeregt hat. Aber das ist bei mir in letzter Zeit ja öfter so in der Arbeit. Also auch schon wieder nicht wirklich was Besonderes. Und sonst ist also bei mir zumindest nichts Besonderes passiert, sagen wir es mal so. Irgendwie nervig, eine Panne nach der anderen. Oh je, schlimm? Also schlimme Pannen oder... Und was für Pannen? Erzähl. Ich bin neugierig. So. Erzähl mal was zu den Piccolinis. Wie machen wir die gleich? Was gibt's an Belag? Wann soll ich da sein? So viele Fragen. Mal gleich. Aber irgendwie muss ich die Kinder, mit denen ich morgen trainiere, nicht anrufen, sie fragen, ob sie geimpft sind. Und sie dann gegebenenfalls ausladen. Was trainieren? Weißt du, dass die alle geimpft sind? Oder wieso musst du es nicht machen? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, das ist jetzt überall, oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, das habe ich gestern zwar schon erzählt, aber bei uns auf Arbeit ist jetzt auch 3G. Das heißt, sie haben gestern noch eine E-Mail rumgeschickt. Das ist ab morgen, glaube ich. Ab morgen. Ist bei uns auch 3G und dann musste man auch, also ist zwar freiwillig, aber auch so Impfnachweis quasi schicken. Sonst muss man sich, glaube ich, bei uns jetzt auf Arbeit 2-mal die Woche testen lassen. Ja. Aber ich habe einfach meinen Impfnachweis geschickt. So kostbar. Servus, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Zu den Piccolinis Extreme. Also, relativ, eigentlich nicht nur relativ, sondern super, super, super einfach gehalten. Es wird ein Teig aus Mehl, Öl, Wasser, Quark. Und am Belag habe ich mir gedacht, wir mischen was, weil ich keine passierten Tomaten da habe. Eine Mischung aus Tomatenmark und Ketchup, ein bisschen Salami und so Dingskäse. Wie sagt man? Streukäse? Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Aber du weißt, was ich meine. So, erst baustellenbedingte geänderte Zugabfahrzeiten. Schwieriges Wort. Nicht mitbekommen, hätte heute nach München gemusst, also doch Homeoffice und dann ging die Systeme nicht. Hört sich nicht so gut an. Ich meine, ist ja laut NTV richtig schlimm. Mhm. Ja, also bei uns ist, gehen, also die Zahlen sind relativ krass, ja. Und Katastrophenfall bei, ja tatsächlich, oder das habe ich gar nicht mitbekommen. Auch Bogen, okay, ich wusste nicht, ob es Bogenschießen ist oder was anderes. Ich hatte das so im Kopf, aber ich war mir nicht sicher. Kids, die in der Schule sind, sind jetzt doch alle von 2G ausgenommen. Bis gestern waren es so Kinder. Ach so, hab ich. Ihr merkt, ich habe quasi nichts mitbekommen. Ist schon fucking irgendwann mittags rum. Oh, ich habe, glaube ich, ich habe heute noch keine einzigen Nachrichten irgendwie gelesen, gehört, geschaut, was auch immer. Muss ich später mal noch machen, damit ich mich wieder auskenne. Aber gut, ihr klärt mich auf, ne? Ja, also bei uns sind die Zahlen extrem. Deswegen, also wie gesagt, bei uns ist jetzt dieses 3G.
Und entweder man weiß es halt danach, also es ist freiwillig, dass, also man darf quasi dem Arbeitgeber, also ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich glaube, dass es überall so ist, quasi entweder einen Impfnachweis schicken oder sagen, dass man halt geimpft ist oder halt genesen, oder wenn man das nicht machen will oder es halt nicht ist, dann muss man sich zweimal die Woche testen. Und bei uns ist es jetzt so, da weiß ich aber nicht, ob das überall so ist, entweder PCR-Test, den kann man dann auch mitbringen, oder Schnelltest unter Aufsicht. So ist das jetzt bei uns. Mhm. Gut für die Feuerwehr, BRK und THW. Sei froh, da wirst du verrückt. Ja, NRW folgt, also bitte 1,5. Genau, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also ich bin ja sowieso, das wisst ihr glaube ich, 4 Tage die Woche im Homeoffice und nur einen Tag im Büro. Und das ist jetzt halt klar, also am Platz darf man bei uns die Maske abnehmen. Überall, wenn du halt irgendwo auf dem Gang oder wir haben so eine kleine Küche oder sowas, wo man halt so Kaffee machen kann, da ist überall Masken, also FFP2-Maskenpflicht. Und was jetzt bei uns nochmal, wo sie darauf hingewiesen haben, man soll gucken, dass man wirklich nur, wenn möglich, alleine im Büro ist. Also wir machen schon so eine Planung sozusagen innerhalb der Abteilung, wer wann quasi im Büro ist, das halt immer besetzt ist. Aber man halt, ja, quasi nicht zu zweit im gleichen Büro ist. Ja, unter Aufsicht, ja. Also das ist bei uns so quasi, wenn ich es richtig im Kopf habe, wir haben so eine Art Empfang. Und da muss man quasi am Empfang hingehen und dann, das ja, unter Aufsicht kann sie dann einen Schnelltest machen. Und warten bis dann eine 15 Minuten und dann gucken, wie das Ergebnis ist. Und wenn er positiv ist, kannst du direkt wieder heimgehen. Das ist die bayerische Regel, ist bei uns in der Behörde auch so und ist noch unklar, wer es überwacht. Also ich glaube, bei uns machen das dann quasi die Empfangsdamen, sage ich jetzt einfach mal. So, zumindest habe ich das jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, machen das bei uns die Empfangsdamen, ja. Einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich. Komm, Fan, Hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Moin, moin, YI, Hallöchen. Ich sehe noch keine Pizza, ne, wir sind gerade irgendwie noch so am Schnacken. Bayerische Staatskanzlei, zumindest Norm. Ja, also so ist das jetzt bei uns. Mal sehen. Also ich glaube, dass sich das auch so schnell nicht ändern wird, weil, also wie gesagt, die Zahlen bei uns sind extrem. Tommy, guten Abend. So, ich fange an. Ich brauche aber ein Rezept, weil ich nicht genau weiß. Also es werden, ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, wenn ich mich an das Rezept halte, werden 6 Stück. Oder ob ich die doppelte Menge machen soll. Ich habe aber heute Mittag schon 2 Laugenstangen gegessen und sehr viele Mandarinen. Aber eigentlich, wir können die doppelte Menge nehmen, oder? Bewirft Nika mit Pudding. Was soll denn das? Wieso werde ich mit Pudding beworfen? Was ist hier los? Sollen wir die doppelte Menge nehmen? Ja, oder? Das ist, glaube ich, eh relativ wenig. Kann mir mal kurz, also, wie gesagt, man braucht, hier steht Dinkelmehl, ich habe nur das Weizenmehl. Aber ich nehme einfach Weizenmehl, Backpulver, Quark, Öl, Wasser. Und dann den Belag, die machen tatsächlich nur Streukäse und passierte Tomaten. Ich habe mir gedacht, wir machen noch so ein bisschen Salami drauf. Und wie gesagt, ich habe keine passierte Tomaten, deshalb Tomatenmark und Ketchup. Am besten eine kleine Roadtrip irgendwo in der finnischen Wildnis mit Sauna am See und Strom. Und schnell im Internet, da wäre ich absolut dabei. Dann wäre mir egal, wie lange es noch dauert. Ja, ist echt so. Fußland, Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Ich wollte mal nachfragen, ob ich hier im Chat Sachen verschenken darf. Also... Was möchtest du denn verschenken? Ja, wegen mir. Darfst du Sachen hier im Chat verschenken? Du! Dann bist du nicht nur süß, sondern auch lecker. Nicht Spaß, meine Nichten wollten Pudding und irgendwie, naja, in der Menge keine Großstadt versorgen. Wie viel Pudding? Hast du Pudding selber gemacht oder hast du Pudding gekauft, Kommandant? Das ist jetzt mal eine spannende Frage. So, ich hole noch kurz Backpulver. Das habe ich. Warte mal. Habe ich noch was offen? Nee. Ich muss bald wieder Backpulver kaufen. Nee, oh doch, hier, ich habe doch noch was. Dann nehmen wir erst das hier. Selbstgemacht, oh, ich bin stolz auf dich. Ketchup und Tomatenmark für Pizzasugo. Ja! Hey, das passt schon. Seid doch nicht so. Also, wie machen wir das jetzt? Wartet mal. Ich wiege erstmal alles an und dann schweiße mir die Maschine an.
Dosentomaten in meinem Haus haben für Spontanpizza. Ja, ich dachte tatsächlich, ich habe was zu Hause und dann hatte ich eben nichts zu Hause. Das war so typisch. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Hoffentlich ist niemand aus Italien im Chat. Nö. kannst du die Support-Bildkameras von Fuji filmen? Ja, dafür hätte ich die passenden Filme, die zwar abgelaufen sind, aber noch funktionieren. Wenn der für keinen Abnehmer findet, kommen die in den Müll. Ja, ich kenne die. Also ich habe noch nie sowas besessen. Ich habe es mir schon öfter überlegt. Aber klar, also Leute, wenn jemand so eine Fuji-Film, ich weiß gar nicht, ich spreche das richtig aus, also diese Sofortbildkameras zu Hause hat, YI hätte da noch die Filme, wenn sich jemand findet und drüber freut, dann, es wäre ja schön, bevor sie weggeschmissen werden. Na, alles gut? Ja, bei mir alles gut, bei dir auch? Oh, schade, okay. Wenn ich will, kann ich das auch, aber nicht an Rezepten halten, kann ich mir viel besser. Klappt's nicht mit dem Nachbarn. Scusi Bene, ja, ja, ich hab euch auch lieb. So. Also, 100 Gramm Mehl, das heißt, ich mache die doppelte Menge 200 Gramm. Oh, ihr seht gerade nicht wirklich was, ne? Ich schiebe die Schüssel gleich da noch ein Stückchen weiter rüber. Da jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich habe übrigens, also wir machen morgen ich muss mir mal überlegen, wie das Spiel heißt, den World of Warships Stream, den ersten. Ich glaube 18 Uhr habe ich mir gedacht. Und Freitag dann wieder gekocht und Sonntag auch gekocht. Am Freitag geht wahrscheinlich, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich wieder dieses Charity-Weihnachtsbacken machen will. Ich habe da jetzt schon die Tage einen Online-Shop quasi vorbereitet. Wahrscheinlich schalten wir das am Freitag scharf, sage ich jetzt mal. Und ab nächster Woche will ich dann auch anfangen mit Lebkuchen ausbauen und langsam so Weihnachtsgebäck backen und so. Ich schreibe es mal in den Discord. Ja, gerne. Also klar, wäre ja schade, wenn du es wegschmeißt. Wanderfalke, moin moin, wie geht's dir? Du wirst morgen ganz böse auf die Mappe bekommen. Freue mich schon drauf. Ich bin aber tatsächlich super gespannt und wäre halt sehr, sehr, sehr cool, wenn sich 10 Leute finden, mindestens 10 Leute, die halt da quasi mitmachen, dann über meinen Link das halt dann runterladen auf dem PC und mindestens das erste oder ein Schiff irgendwie in diesem In-Game-Shop dann kaufen. Also ohne richtiges Geld. Nicht, dass das zu Verwirrung führt. Wie faul sind wir heute? Also wir sind Piccolinis, nicht TK, sondern wir machen sie immerhin selber. Aber es ist ein sehr einfaches und eigentlich schnelles Rezept. Also schon relativ faul. Schiffe? Ja, ich probiere so ein Sponsored Streaming quasi aus und zwar mit World of Warships, das ist dieses Spiel. Und wenn ich da bestimmte Herausforderungen erfülle, werde ich dafür bezahlt tatsächlich. Also das wird mindestens 2 Streams geben. Und ich habe da so einen, ich sag mal, personalisierten Link, der dann auch immer wieder eingeblendet wird. Und wenn sich das mindestens 10 Leute quasi aus meiner Community dann herunterladen und halt eben bis zu dem Punkt spielen, wo man sich dann ein Schiff kaufen kann im Spiel, werden die gezählt sozusagen und dann krieg ich Geld dafür. Genau. So, bitte mit dir fahren, aber die kleinen Klassen habe ich alle nicht mehr. Okay, kurz vor Herzstift statt faul. Hey, ich halt hier. So, also Mehl ist drin. Backpulver tue ich auch gleich rein, sonst vergesse ich das. Ich habe hier schon so eine angefangene Packung. Ich würde sagen, wir hauen die jetzt einfach rein. Sind 5 Gramm. 6 Gramm. Passt. Jetzt muss ich gucken. Brauchst du denn jemanden zum Fahren? Mal schauen. Also ich bin super gespannt, wie das morgen wird. Also wie gesagt, morgen gibt es einen Gaming-Stream. Und ich weiß noch nicht, wann es den nächsten gibt. Ich kriege ja am Freitag meine Booster-Impfung. Mal schauen, wie gut ich die vertrage und ob ich am Wochenende zu Hause bin. Vielleicht spontan am Samstag oder sonst habe ich es, glaube ich, für Montag eingeplant. Montag oder Dienstag, ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sowas. Muss mein Mod auch noch fragen, ob er Zeit hat. Aber irgendwann so die Tage gibt es auf jeden Fall dann nochmal einen. Oh. So, wir brauchen 150 Gramm Magerquark. Oh, da ist ein bisschen Flüssigkeit. Warte mal kurz. So. Darf ich fragen, wenn du deine zweite hattest? Ich habe ja nur eine gehabt, weil ich habe ja Johnson & Johnson.
Und die hatte ich Anfang Juli, habe ich mich impfen lassen. Ich glaube, das war sogar der erste oder der zweite Juli, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da habe ich Johnson & Johnson gehabt. Und jetzt wurde ja die offizielle Empfehlung rausgegeben für die Boosterimpfung und so. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, okay, hole ich mir jetzt meine Boosterimpfung. Also das ist meine zweite. The Raw, hallöchen, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Genau, man kriegt die, glaube ich, erst nach 6 Monaten. Außer, also wenn man die 2 hat und bei mir bei Johnson Johnson, eben weil es jetzt schon die offizielle Empfehlung draußen ist und so. Ich habe auch extra im Impfzentrum nachgefragt, ob ich die auch schon bekomme und so, ob ich quasi vorbeikommen darf. Und die haben mir auch gesagt, ja, also ich kann vorbeikommen. kann ich mit der Verteilung des Streams nicht einverstanden. Wieso was los, Kommandant? Ah, okay, alles klar. Backpulver, Speisequark, eine Mischung aus Tomaten und Ketchup bekommen in Italien. Jawohl, hallo. Alles bestens und selbst. Ja, bei mir auch. Danke der Nachfrage. Ich hatte keine zweite Impfung. Ja, ich, wie gesagt, bis jetzt auch nicht. Also durch Johnson Johnson, aber ich krieg, oder ich hole mir am Freitag meine zweite sozusagen. Aber das ist meine Booster-Impfung dann schon. Ja. Weil ich habe ja, ich bin einfach so eine, ich habe so eine Spritzenpanik. Ich nenne es einfach mal so. Ich mache mich da selber einfach super, super verrückt. Hat jetzt nichts mit dem Impfstoff oder sowas zu tun. Einfach allgemein Spritzen. Und deswegen habe ich gleich, warte kurz, wollte ich halt mich nur die eine abholen, aber jetzt wird es die zweite. Aber ich habe mir trotzdem eine gespart. So, was möchtest du? Ja. Du hast dich auch wieder besser an. Ja. Ja. So, ich muss hier kurz mit meinem Mod reden. Weil er noch hier am seinem Mac einrichten ist und jetzt sein Mikro umgesteckt hat sozusagen. Hat gefragt, ob ich ihn noch höre. Ich gesagt, ja. Er hört sich jetzt auch besser an als vorher. So. Also das sind 150 Gramm Magerquark. Reicht mir nicht. Ich habe die Impfspritze fast gar nicht gemerkt. Oh, ich mache mich da selber einfach so verrückt. Davor halt auch schon. Habe auch mal gefragt, ob ich eine neue Nadel im Arm bekomme. Haben sie mir gesagt, sie sind scheiße, sie bekommen nichts. Oh. Praktisch, dass das Benutzerkonto im Bayerischen Impfportal kurz nach der zweiten Impfung automatisch gelöscht wurde. Ja, das ist ein bisschen... bisschen doof, ja. Aber es geht super schnell, sich wieder neu anzumelden. Extreme, ich hole gleich einen Glückskeks. Leo Peo, guten Tag. Okay, Piccolini sind geil, keine Frage. Aber wäre es nicht weniger Aufwand, eine normale Pizza zu backen, anstelle von vielen kleinen? Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied tatsächlich. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen. Da kannst du ein bisschen recht haben. Aber ich mag irgendwie auch immer diese Piccolinis. Wenn ich TK-Zeug kaufe, gehe ich meistens dazu über, dass ich mir auch die Piccolinis kaufe. Und jetzt probieren wir die mal selber zu machen. So, ich hole jetzt noch einen Glückskeks. Was ähnliches hat die Ärztin im Impfzentrum auch gesagt. Ich wünsche dir gutes Gelingen. Dankeschön. Mal gucken, wie die schmecken am Schluss. Ich bin zuversichtlich. Kriegen wir es hin. So. Glückskeks für Extreme. Oh, ich finde ihn süß. Und zwar sagt dein Glückskeks, man sieht nur mit dem Herzen gut. Oh, ich finde ihn süß. Das ist ein schöner Spruch. Das ist ein wirklich, wirklich schöner Spruch. So, das finde ich toll. Ich hoffe, er gefällt dir. Was muss ich jetzt noch machen? Ich muss kurz mein Rezept. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Öl. 3 Gramm. Das heißt 6 Gramm Öl. 6 Gramm Öl. Okay. Den merke ich mir. Der ist gut. Okay. Das waren 9 Gramm. Naja, egal. 6. So, und jetzt 22 Gramm Wasser. Also 44. Alter, 44 Gramm Wasser. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal hier mein Saskia-Wasser. Den drücke ich einer rein. Oh je. Also muss ich doch nicht zu viel machen. Danke dir. Gerne. Hat kein Herz, fühlt sich nur benachteiligt. Ach, du hast auch eins. So, 44 Gramm Wasser. Eieiei. Okay. Oh, oh Gott. Oh Gott. Das sind 19. 25?
33? 39? 42. Okay. 46. Der kleine Prinz. Jo. Was sind, ich weiß, ich finde so Sprüche immer voll süß. Ich finde das toll. Brauchen wir jetzt noch was? Muss ich? Wir haben Mehl, wir haben Backpulver, wir haben Quark, wir haben Öl, wir haben Wasser. Wir haben alles drin. Okay, dann. Also, oh, ich habe vergessen, was, ich sehe es ja gar nicht richtig, ne? Also, so sieht es jetzt gerade aus. Und jetzt lassen wir das mal verkneten und gucken, was da für eine Teigmasse draus wird. Gut zu reden, dass es wird. Ja, das kann ich gut brauchen, danke. So. Warten mal. Hier, schon mal anstecken, dass das auch gleich funktioniert. Sieht man? So, so ist es doch ganz gut, oder? Okay. Ich bin gespannt, ob was das für ein Teig wird. Ob der recht, wie soll ich sagen, zu klebrig wird. Oder ob es geht. Aktuell sieht er noch ein bisschen größer, der Krass. Zweiter Monat. Das sagen immer ganz viele, zweiter Monat ist der wichtigste. Freut mich, dass du wieder resubscribed hast und dass dir immer noch gefällt. Ich schreibe dich auf die Tafel, warte. Aber ich schreibe nur Jubel, weil das ist, sprengt sonst meine Tafel, okay? Schwarz. Schwarz? Schwarz. 1A! Tja, siehst du mal!
Ein I fehlt hinten noch, ne? Muss ich nochmal gucken. Teig muss noch für 15 Minuten geknetet werden, je nachdem, wie die Glutenentwicklung sein soll. Super! Ja, geht's dir gut? So, habe ich mir jetzt gerade angemalt? Nee. Okay, also. Oh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der fühlt sich gut an. Der ist nicht zu klebrig. Also ihr seht, ich habe es jetzt nicht alles gleich an den Fingern hängend. Aber er ist, glaube ich, auch nicht zu bröselig. Das ist tatsächlich... Ich würde jetzt einfach mal so behaupten, das ist, glaube ich, ein echt ganz guter Teig. Und guck mal, wie sauber die Schüssel ist. Cool. Bin ich jetzt gerade ein bisschen begeistert. Fühl ich an. Ich mache das ja gerade auch zum ersten Mal. Ich habe das nicht vorher getestet oder so. Alles cool. Schon mal gefällt mir. So. Besten nichts runterschmeißen. Bisschen noch mit der Hand kneten. Ja, das ist okay, das kriegen wir hin. Und dann rolle ich es aus und dann sieht doch gut aus. Ja, voll. Voll, finde ich auch. Finde ich cool. Freut mich jetzt gerade. So. Lass dich mal googeln. Ich habe hier, ob wir es mit dem Kleinen machen oder mit dem Großen. So. Würden Sie die Teigmasse als bouncy bezeichnen? Ja. Die ist cool, die Teigmasse. Die ist richtig cool. Schön zum Rumspielen. Der ist ganz schön trocken. Wieso ist der trocken? Der ist nicht... Der klebt nicht, aber der ist auch nicht bröselig oder so. Ich glaube, der ist echt ganz cool. Ich glaube, ich brauche den großen. Sag mal. So, aufgepasst. Jetzt kommt das große Nudelholz hier. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig, wie dick ich die... Aber ich schon ein bisschen dicker, oder? Aber auch nicht zu dick. Wir gucken mal, wie dick wir die jetzt ausrollen. Ich weiß nicht, wie mögt ihr eure Pizza oder sowas? Eher mit dicken... Oh, ältestes Wirtshaus! Vielen, vielen lieben Dank für den Raid! Mensch, ist Kinder, als hätte ich was nicht mitbekommen. Und Lukas, danke für den Follow. Wie war euer Stream? Sorry, das kann sein, dass bei dem besser ist. Muckrate, ja. Flo, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Freut mich natürlich sehr. Ich versuche mich gerade an so diesen kleinen Pizza-Pecolinis. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Martin, guten Abend. Revanche muss sein. Sehr, sehr, sehr lieb. Dankeschön. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Teig. Ich bin eigentlich ganz begeistert. Das ist nur so ein Teig aus Quark, Wasser, Mehl, Backpulver und Öl. Das ist echt gut geworden. Ich probiere den gerade zum ersten Mal aus. Ich bastel PC, ist etwas nervtötend. Oh, das glaube ich dir. Ich habe meinen auch mal live zusammengebaut hier im Stream. Das war auch, ich glaube, das war ein 5-Stunden-Stream oder so. Und das hat mich auch einige Nerven und graue Haare gekostet. Also ich kann das nachvollziehen. Das kennt Nika nur zu gut. Da war jemand dabei. Jo, das stimmt. Das war ein kleines Drama. Aber ich war sehr froh und sehr stolz, als ich dann fertig war. Und das alles funktioniert hat. Das, ja, schon irgendwie auch cool. Überlegt gerade, wie mache ich denn jetzt die runden Dinger? Ich glaube, ich habe keine große. Ich muss mal gucken, ob ich so eine Plätzchenausstecher habe. Dicke Ränder sind gut, wenn noch Luft drin ist. Also ohne Teigrolle beim Rand, dann geht der richtig schön auf den Boden. Okay. Der PC-Stream war legendär. Flo, Diego, vielen lieben Dank für deinen Follow. Wir sind sehr stolz auf dich, dass du es trotzdem live durchgezogen hast. Ohne Scheiß, da war ich danach auch stolz auf mich, weil ich zwischendrin... Habe ich, glaube ich, echt so einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt. Aber
Bitte was? Was? Ja, und mein Mod auch. Er hat sich auch gerade gemeldet. Tasse? Was? Das ist eine Idee. Danke, Spider. So, servus zusammen. Servus. Nochmal danke für den Raid. Warte, ich habe, aber ich sind alle relativ klein. Oh, oder, aber das ist zu groß, ne? Ja, das ist zu groß. Ja, wobei, eine Tasse hat eigentlich eine ganz gute Größe. Das war eine gute Idee. Ist die Frage, schneide ich drumrum? Oder geht das so? Ah, ich krieg da niemals 12 Stück raus. Tasse ist gut. Oh, das geht so. Boah. Danke für den Tipp. Sehr cool. Ja, cool. Das funktioniert. So, jetzt muss ich aber gutes Gelingen. Eventus, oh, schön, dass du da warst. Schönen Abend noch und Dankeschön. Ah, kriege ich da noch einen raus? Ah. Mini-Stückchen fehlt, glaube ich. So. Das funktioniert echt ganz gut. Das ist ja sau cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht. Den Rest nochmal ausrollen und dann wird... Ja, genau. Genauso machen wir das. Den Rest dann auch nochmal kurz zusammenkneten, nochmal ausrollen und dann... Ja. Cool. Sorry, ich bin gerade selber so begeistert davon. Okay. Also. So. Ich packe die, glaube ich, schon mal kurz auf ein Backblech. Wie viel habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So. Also der bleibt auch nicht kleben, ne? Das ist ein geiler Teig, Leute. Ich kann euch empfehlen. Wenn es schnell gehen muss und... Gut, ich weiß noch nicht, wie er schmeckt, aber er ist auf jeden Fall easy zu machen. Das kann ich schon mal cool. So. Ich war geraten. Ja, perfekt, du darfst öfter raten. Ofen schon an? Nee, noch nicht. Das steht aber, glaube ich, im Rezept auch. Man soll ihn nicht vorheizen. Ich halte mich heute ganz genau ans Rezept. Ihr kennt mich. Wanderchen, hi. Na, wie geht's dir? So, also dann rollen wir den jetzt hier nochmal. So, nicht zu dick, nicht zu dünn. Ich glaube, so hat er eine ganz, ganz gute Dicke. Besser ist jetzt später fertig, wenn die Bulinis, ja, die werden danach gefuttert. So, okay. Huch, das ist das Nudelholz gewesen. Ah, einen bringe ich, glaube ich, noch aus. Also drei ins, oder? Geht das? Ah, das geht. So. Ron hat auch Punkte für die Community-Herausforderung gespendet. Sehr schön. Das sind nochmal 4? Ja, ich kann die nochmal, ne? Eigentlich kann ich die nochmal. Na, warte, ich will das große nochmal. Das große Nudelholz muss her. Oh, ihr seht das gerade gar nicht, ne? Wartet mal kurz. Nur nicht hektisch werden jetzt. So, die zwei rüber. Ja, jetzt wird es dann auch langsam eng auf dem Backblech tatsächlich. So.
Wir könnten das, wisst ihr was, wir machen das einfach als eins. Dann muss ich dann bleibt kein Teig übrig. Es wird ein bisschen dickerer, aber ist ja nicht schlimm. Ein bisschen unförmig, aber egal. der beste Freund der Frauen, ja. Ja. Wenn die Männer nicht spuren, dann... Nein, Spaß. Oh Gott. So, jetzt muss ich kurz irgendwie Platz schaffen. Komm gleich mit dem Backblech wieder rüber. So. Alle irgendwie untergebracht. So. Gut. Dann, wie gesagt, ich habe leider keine... Oh, ich habe einen Follow verpasst. Kirk Seid, danke für deinen Follow. Wenn das eine Feministin sehen würde, ja, mein Gott, man darf auch nicht alles immer, jedes Wort auf die Goldwaage legen oder alles zu eng sehen. So, genau, ich habe keine passierten Tomaten, deshalb absolut hochprofessionell und super italienisch machen wir eine Mischung aus Tomatenmark und Ketchup. Ich rühre das jetzt einfach mal kurz so in der Tasse zusammen. So einfach, das mache ich jetzt tatsächlich mal nach Gefühl, Leute. Hättet ihr das gedacht, dass bei mir mal was nach Gefühl zusammengemischt wird? Das ist quasi Mono Piccolini. Jo, ist irgendwie echt so. Oh, warte mal, ich könnte den Pinsel nehmen, ne? Pinsel und dann bestreichen. Du vergisst, dass wir im Jahr 2021 leben, da wird alles auf die Goldwaage gelegt. Ja, das darf man aber nicht machen. Alle Kanonen wird auch gegen einen. Das stimmt, das ist vielleicht schlimm teilweise. Das ist leider irgendwie wahr, ja. So. Oh. Also, ich pinsel jetzt mal alle an. Oh, und irgendwie das Backblech auch, beziehungsweise das Backpapier. Bin ja gespannt, wie der Teig da noch aufgeht. Ob die jetzt sehr dick werden oder ob die relativ dünn bleiben. Mein bisschen Backpulver ist ja drin. Extreme hat Ketchup-Marsch eingelöst. Jawohl. Let's go. Oh, ich habe übrigens, ich habe es auch im Discord geschrieben. Ich habe, weil ich wurde nämlich auch, ich weiß nicht, ob das so gerade so eine Art Pilotprojekt ist auf Twitch oder ob das schon jeder hat, aber es gibt jetzt so Follower-Emotes, die wurden bei mir freigeschalten. Aber ich habe keine Emotes mehr, also keine, die ich noch nicht irgendwo eingestellt habe, weil ich habe ja auch die Bit-Emotes und sowas an. Und ich habe jetzt heute bei Fiverr jemanden beauftragt, nochmal 3 Emotes mir zu gestalten, sag ich jetzt mal. Und in den nächsten Tagen gibt es dann wahrscheinlich 3 neue Emotes und das müsste dann jeder Follower benutzen können, weil das Follower-Emotes werden. Bin ich voll gespannt drauf und freue mich schon. Mhm. So sieht's aus. Finde ich cool. Ich freue mich da selber drauf. Ich bin vor allem gespannt, wie die Emotes werden. Das ist ja immer so, man hat da so ein bisschen eine Vorstellung so und dann, aber man weiß nicht, wie was dabei rauskommt. Bin ich sehr gespannt und bin ich auch gespannt, wie sie euch dann gefallen. Kein Fluch. Martin, okay, ich werde mich zusammenreißen. Das ist ein Haar. Das ist nicht gut. Das wäre jetzt so ein Ding gewesen, ne? Das wäre so vielleicht ein Fluchmoment gewesen, aber ich kann mich beherrschen. So, 2 haben wir noch. Ich glaube, der erste, da war ich bei dem war ich ein bisschen sparsam. Der kriegt doch ein bisschen mehr. So. Ein bisschen was habe ich noch. Ich verteile das jetzt noch kurz.
on my grind, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm tempted. I told her one more, she hit me, say you quit or she dipping. Yeah. So. Oh, mach mir hier den Großen einfach noch ein bisschen. Der wunderschöne Piccolini. Nudelholz-Emoji, das wär's. Oh, Nika, wie geht's dir jetzt? Dukas, hallöchen, mir geht's gut und wie geht's dir? Ich hoffe auch gut. Jetzt habe ich mir überlegt, ich habe hier schon diese, die sind zwar schon klein, aber die sind trotzdem zu groß. Seht ihr die Salamischeiben? Ich glaube, wir schneiden da mal kurz ein paar, dass wir die noch bisschen kleiner bekommen. Boah, ich habe keinen Platz. Mir geht's besser nach dem Krankenhausaufenthalt. Oh, das freut mich, dass es dir besser geht. Geht's dir denn auch schon wieder gut? Das ist immer so eine Frage. Sonst muss ich dir noch eine gute Besserung wünschen. Huch! Fast das Messer ausgekommen. So, wie schneiden wir das denn jetzt? Irgendwie so kleine Stücke einfach. Oder vier. Könnten wir auch einfach vierteln. Wie schneiden wir die Salami jetzt am besten, Leute? Viertel? Oder kleine? Ah, nee, lieber. Ich glaube, ich schneide die kleine. Ich teste mal kurz. Ja, so ist es, glaube ich, besser. Einfach so kleine Stückelchen. Mir geht's gut wieder fit. Das freut mich zu hören. Das ist sehr schön. Gut zusammen, Monika. Kreativ Joe, hallöchen. Wie geht's dir? Schön, dass du auch reinguckst. Das sieht ja lecker aus. Ja, ich bin auch relativ begeistert bis jetzt. Hat sehr gut funktioniert alles. So, ich belege die jetzt tatsächlich super, super einfach. Einfach nur mit ein bisschen Salami und ein bisschen Käse dann noch. Ich hatte mir kurz überlegt, ich hätte da voll gern irgendwie noch Paprika oder sowas drauf gemacht. Aber eine Paprika wäre viel zu viel. Du weißt nicht, aus was die Soße ist. Ja! Ich werde hier verurteilt, weil ich eine Soße aus Ketchup und Tomatenmark zusammen gemischt habe, weil ich der festen Überzeugung war, ich habe noch passierte Tomaten zu Hause und dem war dann doch nicht so. Ich muss mir das jetzt unbedingt auf den nächsten Einkaufszettel schreiben, dass ich wieder passierte Tomaten mitnehmen muss beim nächsten Einkauf. Schande über mein Auge. Danke an die Nachfrage, mir geht's auch gut, zum Glück keine Erkältung. Das ist sehr gut, das geht ja aktuell so rum. Haben so viele irgendwie eine Erkältung, Grippe. Das ist, ja. Hat gerade gefühlt jeder Zweite oder so. So. Gin mit Salami. Wieso, wie würdet ihr eure Pizza belegen, wenn ihr so Pizza selber macht? Was würdet ihr alles drauf tun? Was ich ja auch geil finde, ist so Zwiebeln. Also so, ich glaube, ich würde so Paprika, Zwiebeln, Schinken, Salami, Käse und wahrscheinlich Mais drauf tun. Aber das ist voll über... Ich glaube, das wäre halt einfach voll übertrieben jetzt bei den kleinen Piccolinis. Ich glaube, da würde auch super viel übrig bleiben, wenn ich jetzt so eine... Keine Ahnung, so eine Packung Mais und so aufmachen würde, also so eine Dose. Ja, ist ein bisschen schwierig. Bin auch schon die zweite Woche zu Hause wegen Grippe. Oh, Martin, gute Besserung. Ja, ich war ja tatsächlich auch. Ich habe ja die letzte Woche auch überhaupt nicht gestreamt gehabt. Ich glaube, ich habe sogar 1,5 Wochen nicht gestreamt, weil es mich eben auch voll erwischt hatte. Ich bin zum Glück wieder gesund. Aber das war auch, also ich war ja dann auch beim Arzt und so, weil ich mich auch krank schreiben lassen habe wegen der Arbeit und so. Da war so viel los. Also es war übel. Chris, hallöchen. Euer Nika zurzeit ist echt übel. Die Leute sind teilweise richtig krank. Kein Corona, tagelanges Fieber. Aber ja, also ich habe das gestern auch schon erzählt. Ich hatte ja, ich war letzte Woche Dienstag beim Doktor. Ich habe um 8 Uhr das erste Mal angerufen. Habe ich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis ich beim Doktor durchgekommen ist. Dann habe ich einen Termin für Mittag bekommen. Ich hatte einen Termin, musste dann trotzdem eine Stunde warten, um 5 Minuten beim Doktor drin zu sein. War krass. Schönen Abend. Chris wünsche ich dir auch. Schön, dass du da bist. Das Zott Knoblauch. Okay. Ja, Knoblauch ist meistens nicht verkehrt. Wenig Mozzarella und Salami. Auch geil.
Das glaube ich. Huhu, Chat. Grippe, Grippe überall. Ja, ist halt wirklich so. Deswegen, wenn, also, ich glaube, es ist aber auch wichtig, so dass man, wenn es einen erwischt hat, weil ich, das ist, viele denken sich so, ja, es vergeht schon. Und ich kann das auch voll nachvollziehen. Man macht das ja meistens so, aber dann verschleppt man das halt meistens und ist dann irgendwann, dann dauert es so. Man kränkelt super lange rum und dann erwischt es einen irgendwie trotzdem und man liegt dann, keine Ahnung, 2 Wochen flach oder so. Deswegen ist, glaube ich, besser, wenn man echt so das direkt einfach auskuriert und halt super, super langsam macht und sich einfach hinlegt, Tee trinkt. Ja. Machst noch Käse drauf? Ja, selbstverständlich, Chris. Der liegt schon bereit, der Käse. Ja, da kommt auch Käse drüber. Käse ist ein Muss, oder? Was sagt ihr? Also ich finde, ja, doch. Okay, Käse muss sein. So, jetzt muss ich nochmal was aufschneiden. Einen habe ich noch, wo noch nichts drauf ist. Tier 15. Warst du gestern bei deiner Schwester? Nee, meine Schwester war bei mir. Die war bei mir. Wir haben bei mir gestreamt. Aber ja, das war meine Schwester, genau. Gestern bei der Kelloggs-Verkostung. Also wie gesagt, also wer jetzt vielleicht erst reingekommen ist, wer es nicht mitbekommen hat, morgen, also ich streame die Woche tatsächlich relativ viel. Gestern die Verkostung, heute jetzt ein bisschen Piccolinis backen. Morgen gibt es den World of Warship Stream, den ersten. Freitag wird Suppe gekocht. Sonntag wird ein Eintopf gekocht. Ja. Also gibt viele Streams die Woche. Wenn ihr Zeit habt, schaut vorbei. Bisschen Käse auf jeden Fall. Ja, oder? Ich würde auch sagen. Es gehört dazu. Ich sag mal, man muss ja nicht. Ja, gut. So, man, das ist da, da streiten sich ja die Leute so. Ich würde sagen, man muss es jetzt nicht übertreiben. Jetzt bei den Kleinen zumindest mit Käse, aber kann schon ordentlich was drauf. Sonntag gibt es bei meiner Mutter Ente. Oh, lecker. Wie macht deine Mutter Ente? Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den 15 Bit hier, Stukas. Dankeschön. So, ich wasche mir kurz die Hände. So. Ja, so, jetzt kommt der Käse. Ich habe Gouda leicht gekauft. Melli, Hallöchen. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Warum hat sie dich beim ersten Mal ausgeführt? Ich weiß es nicht. Ich wollte dich ärgern. denke mal, wird eine halbe Ente sein. Oh, geil. Das ist geil. Finde ich. Irgendwie mag der Käse nicht auch. Okay. Aber also ich mag Entenbrust auch tatsächlich super, super gern. So mit Knödeln, einer guten Soße, ein bisschen Gemüse. Ja, da bin ich auch immer dabei. So, also jetzt kommt der Käse drauf. Hier, da habe ich die Salami ein bisschen daneben geworfen. Mehr Käse drauf. Ich koche Samstag Lachs-Spaghetti. Oh, geil. Geil. Mehr Käse. Da passt nur nicht so viel drauf. Die Piccolini sind nicht so groß. Wartet mal, der mache ich noch. So. Hatte eigentlich mal wieder Bock auf was Süßes. Naja, dann. Hat ja auch schon. Also wie gesagt, ich fange wahrscheinlich ab nächster Woche so richtig hier auch im Stream mit der Weihnachtsbäckerei sozusagen an. Ich habe das ja auch schon angekündigt gehabt, dass wir wieder so ein Charity-Event oder ja, Charity-Ding, sage ich es einfach mal draus machen, wo ihr quasi spenden könnt, wenn ihr wollt.
Und dafür dann auch von mir, wenn ich mit den ganzen Sachen fertig bin, selber gebackene Weihnachtsleckereien, nenne ich es jetzt einfach mal, zugeschickt bekommt. Und wir quasi Spenden für einen guten Zweck sammeln. Über einen bestimmten Zeitraum und ich so lange einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen back. Und das dann später, wenn ich quasi von allem eine ordentliche Menge gebacken habe, das dann an so eine selber gemischte Tüte quasi an euch dann als Dankeschön verschickt sozusagen. Hast du den Teig im Tag gehen lassen? Nee, das ist ein ganz, ganz, ganz einfacher Teig aus Quark, Wasser, Mehl, Öl, Backpulver. Ist noch was drin? Nee, ich glaube nicht. Und den einfach, wir haben den keine Ahnung, so 2-3 Minuten oder sowas kneten lassen und der war richtig gut. Ich kenne das so, Ente mit Salz, Pfeffer richtig anbraten in Stückchen und dann kochen lassen und dazu selber gemachte grüne Klöße. Wie macht man grüne Klöße? Ist da dann Spaghetti, Spinat drinnen? Ich schiebe die jetzt ganz kurz in den Ofen, also so weit sind die fertig. Wir brauchen einen Timer für 20 Minuten. Und ja, die kommen jetzt für 20 Minuten in den Ofen und danach sind sie eigentlich fertig. Wir machen dann am Schluss noch so ein bisschen so Pizza. Bitte was? Achso, ja. Noch so ein bisschen Pizzagewürz oben drauf und dann glaube ich, sind die geil. Ich mache das tatsächlich, also ich habe das, ich mache tatsächlich Entenbrust immer so, wie mein Papa das tatsächlich immer gemacht hat. Und zwar, also eine Entenbrust, oder nee, anders. Erstmal Gemüse schnippeln, meistens so Kartoffeln, Karotten, Kohlrabi, Zwiebeln. Ja. Alles schälen und in so Stückchen schneiden, in eine Auflaufform reinpacken. Dann obendrauf kommt eine Entenbrust, die ordentlich, also wirklich stark salzen und pfeffern. Dann so eine Tasse ungefähr mit Gemüsebrühe noch so übers Gemüse quasi kippen. Und dann kommt das in den Ofen. Ich bin gerade am Überlegen, für wie lange. Ich glaube ungefähr, ja, ich weiß nicht, eine Stunde reicht. Aber für eine Zeit lang auf jeden Fall in den Ofen. Und währenddessen kann man dann noch Klöße machen und ja, je nachdem, auf was man Lust hat. Ne? Ich mache halt meistens so Klöße, manchmal noch Blaukraut dazu und dann noch eine anständige Soße. Und das ist super, super lecker. Das auch, da hat man so eine richtig schöne Kruste oben auf der Entenbrust. Finde ich sehr lecker. Flodigo, vielen, 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 vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Das freut mich sehr. Ich schreibe dich direkt auf die Tafel. Oh, oh Gott. Ich schmeiß halt noch irgendwas runter. Freut mich, dass es dir gefällt, dass du mir deinen Prime schenkst. Es gibt ja auch sinnvoll genutzt, ja, finde ich schön. es gibt ja auch oft so im Zusammenhang so mit Entenbrust oder auch Ente Rezepte mit Orangensauce. Da bin ich absolut geschädigt. Das war tatsächlich, ich weiß nicht, wie alt ich war, keine Ahnung. 13, 14 oder sowas, da hat mein Papa nämlich, hat ein Wunder was gemeint, was er für uns da kocht, also für meine Schwester und mich. Und hat eine Orangensauce, also hat eine Entenbrust mit Orangensauce gemacht. Und wir fanden alle diese Orangensauce so eklig. Das hat sich einfach so eingebrannt bei mir. Das war so schade, weil wir haben dann echt das Essen am Schluss weggeschmissen und haben danach Pizza bestellt. Oh Mann. Ich habe eine Rachenentzündung und Halsschmerzen. Any Tipps? Honig. Ein Löffel Honig tatsächlich einfach essen. Das hilft im Normalfall. Und sonst zudecken, auskurieren. Ja. Mehr weiß ich leider auch nicht. Weiß nicht, ob der Chat noch mehr Tipps hat. Kein Spinat heißt einfach so. Rohe Kartoffeln, malen, das Wasser davon wegschmeißen, dazu in die Masse gekochte Kartoffeln vom Vortag, dann Salz, Pfeffer abschmecken und okay. Ich muss gestehen, ich habe noch nie Klöße oder Knödel also selber die Kartoffeln dazu gestampft oder gemahlen oder sowas. Ich kaufe tatsächlich eigentlich immer einen Kloßteig. Also ich so einfach so einen länglichen, ich forme den die zwar meistens und so, aber ich
bin da etwas bequemer unterwegs. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Echt schmerzhaft, kann kaum reden und schlucken. Ja, dann rede vor allem auch nicht. Ich wünsche dir eine ganz gute und vor allem schnelle Besserung. Aber wir hatten es gerade schon, es geht gerade super um. Ne? Es sind ganz viele Leute krank. Kurier dich gut aus. Ente alle Orange. Kannst mich auch jagen damit? Ja, mich auch. Also faule Weiberklöße, nennt man das bei euch so. Aber ich finde, wenn man einen guten Klosteig sozusagen, oder wenn man weiß, welcher gut ist und den kauft, werden das trotzdem super geile Knödel. Und das ist halt ja, viel entspannter zu machen. Danke, sehr gerne. Aber wie gesagt, probier das mal aus. Einen Löffel Honig essen. Im Honig sind, ich glaube, so entzündungshemmende Enzyme im Normalfall drinnen. Die gehen aber kaputt, wenn man den, weil es oftmals sagt man ja auch, man soll den in Tee machen, aber wenn der Tee zu heiß ist, dann gehen die irgendwie kaputt. Deswegen ist das meistens besser, wenn man einfach einen Löffel Honig so isst und trotzdem Tee trinkt. Kannst du hintereinander machen. So, für alle, die es nicht wissen, oben rechts in der Ecke ist der Timer. Quasi wie lange jetzt die Piccolinis im Ofen sind. Jetzt sind es noch ja, nicht mehr ganz 15 Minuten, also ungefähr eine Viertelstunde. Danach sind sie fertig und wir probieren die auf jeden Fall dann zusammen. Bin gespannt, ich glaube, die werden gut. So, eigentlich kann da nichts schief gehen, oder? Ich würde sagen, das ist relativ safe, das Rezept. Ich war auch, wenn ihr nicht begeistert von meiner Soße seid, es tut mir leid. aber ich denke, es wird schmecken. Also ja, ist vielleicht nicht unbedingt die beste und gesündeste Soße, aber ich denke, man kann es essen. So, jetzt gucke ich gerade. Ich habe theoretisch ein Pizzagewürz, glaube ich. Ja. Ja, das machen wir dann später noch drauf. Und dann glaube ich, wird das ein geiles Abendessen. Freue ich mich jetzt dann auch drauf. Wobei, mittlerweile geht's wieder. Ich habe vorm Stream noch ein Kinderpinguin gesnackt. Weil ich dann irgendwie hatte ich Hunger. Und dann dachte ich mir so, was mache ich jetzt? Warte ich so lange oder snacke ich jetzt irgendwas? Und dann habe ich mir noch ein Kinderpinguin gegönnt. aber jetzt ist es ganz entspannt. Gut, ich habe jetzt auch noch einen Kaffee und Wasser getrunken. Das hilft wahrscheinlich auch gegen den Hunger. Ja. Was macht ihr denn heute noch so? Habt ihr noch was vor? Es ist ja schon stockfinster zumindest draußen. Es ist krass, es ist so schlimm. Das ist jetzt meistens schon, ich glaube um 5 Uhr oder sowas ist es ja jetzt schon dunkel. Mich irritiert das immer so. Man ist so fertig mit Arbeiten und es ist schon finster draußen. Ich glaube, ich müsste heute doch zur Packstation. Ich habe ein Päckchen an der Packstation. Aber sonst, glaube ich, mache ich heute nicht mehr viel. Irgendwie mal gucken. Irgendwie noch ein bisschen Twitch gucken oder irgendeine Netflix-Serie oder so. Ich glaube, mehr wird bei mir heute nicht mehr passieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Habt ihr noch irgendwas vor? Oder auch einfach nur ein ganz entspannter Abend zu Hause auf der Couch und nichts machen? Hoffe schnell gesund zu werden. Ja, das glaube ich dir. Wie bringst du denn so die Zeit rum? Ich war ewig nicht mehr krank. Ich sag mal, sei froh. Ich muss gleich noch zum Zahnarzt. Oh. Nur Kontrolle? Ah ja, zur Kontrolle, okay. Dann, ich drücke die Daumen, dass der Zahnarzt nichts findet. Aber ist ja schon mal gut, wenn es nur zur Kontrolle ist und nicht irgendwie, weil du ein Loch hast oder so. Bestimmt ein Jahr. Gut, dass du sagst, ich tatsächlich auch. Also wie gesagt, ich war bei meinem ganz normalen Hausarzt vor einer Woche. Und dann gibt er ja sein Krankenkassenkärtchen halt, oder zeigt das ja vor. Und dann haben die mich auch so gefragt, ja, sind sie sonst auch bei uns? Weil sie waren ja schon seit über einem Jahr nicht mehr da. Und ich so, ja, ich war einfach gesund. Das war, in dem Moment war ich so perplex irgendwie, weil ich die Frage so komisch fand, dass ich mir gedacht habe, so, hä? Im Nachhinein habe ich dann mitbekommen, dass die noch, also wahrscheinlich gefragt haben, weil die einen anderen Arzt oder eine andere Arztpraxis zu der Zeit auch noch vertreten haben. Wahrscheinlich war deswegen auch so super viel los und man musste so lange warten. Aber in dem Moment dachte ich mir so,
hä, was will die denn jetzt von mir? So. Aber ja, ich so, ja, ich war einfach gesund. Ich versuch's auch eigentlich immer, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich versuch's halt meistens zu vermeiden, zum Arzt zu gehen. So, wenn dann halt, dass man mal nur, also ich weiß, ich komme glaube ich auch auf den Arbeitgeber drauf an, aber bei uns ist es so, dass man glaube ich 2 Tage auch ohne ärztliche Bescheinigung quasi ja, sich krank melden darf. Und ich schaue halt dann meistens ist es bei mir irgendwie nicht so schlimm, das ist halt auch so. Oder man versucht es dann halt so bis zum Wochenende irgendwie rauszuschieben oder durchzuhalten, um sich da dann richtig auszukurieren. Und deswegen versuche ich meistens so diesen Arztbesuch zu umgehen irgendwie. Aber ich war ja dann auch, ich war ja schon quasi die Woche davor irgendwie die halbe Woche krank. Und dann war ja bei uns am Montag auch noch der Feiertag und ich war halt immer noch krank, dass ich gesagt habe, ja, also Dienstag, ich muss jetzt zum Arzt gehen, sonst wird das nichts mehr. Ja, vor ein paar Tagen in München und dann in Stuttgart. Viel unterwegs, ah, okay. Für uns ist auch 2 Tage. Ja, ganz normal, höchstens einmal im Jahr zum Arzt, zuzüglich Zahnarzt natürlich, ja. Ich würde da gar nicht rummachen, gleich eine Woche krank schreiben, fertig. Ja, ich glaube, man hat da irgendwie auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, man will irgendwie auch immer nicht so, oder es ist vielleicht, es ist glaube ich, es ist eigentlich doof, dass man so denkt, aber ich bin da halt auch meistens so, man will dann nicht gleich eine Woche irgendwie sich krank schreiben lassen, weil dann fehlt man ja eine Woche und man denkt so, ja, man kriegt das schon so auf 1-2 Tage und dann geht das. Bei uns kann man in der Arbeit auch Karenztage nehmen. Was sind genau Karenztage? Sorry, wenn das eine doofe Frage ist. Wenn man es nachher rumschlüpft, wird sich besser. Ist richtig. Das ist eigentlich, ist das auch, finde ich, hast du absolut recht. Und man sollte, es wäre wahrscheinlich besser, wenn man manchmal einfach direkt zum Arzt gehen würde und sich einfach krank schreiben lässt und dass man es richtig auskuriert. Sonst schleppt man es wirklich oftmals so ein bisschen rum. Meinst du, wird es einen Lockdown wieder geben? Ich glaube, sie haben ja immer gesagt, ich sag mal, wissen tue ich es natürlich nicht. Sie haben ja immer gesagt, so einen Lockdown wie bisher gibt's nicht mehr. Aber ich kann jetzt zum Beispiel von uns, also ich bin ja in Bayern, die Zahlen explodieren aktuell. Also ich denke, es wird auf jeden Fall wieder krassere Beschränkungen geben. Bei uns ist jetzt auch schon ganz oft 3G. Ich glaube teilweise, oder ich weiß, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, also 3G glaube ich auf jeden Fall bei ganz, ganz vielen Sachen. So wenn du ins Restaurant, Kino, Schwimmbad, ich glaube teilweise sogar 2G, aber da bin ich mir nicht sicher. Also das auf jeden Fall und ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch irgendwie wieder krassere Beschränkungen noch gibt. Ich will keine Woche krank bleiben, hoffe morgen geht's wieder. Ich drück dir die Daumen. Aber wie gesagt, kurier dich aus. Das ist am wichtigsten, dass du wieder fit wirst. Kein Arbeitgeber dankt einem später Gesundheit und genesen sollten. Ja, das ist schon richtig. Wegen einem kleinen Schnupfen braucht man das nicht. Ja, du hast schon recht. Man sollte wirklich auf sich selber gucken. Es wird so viele Beschränkungen geben. Auch Geimpfte und Genesene sollten getestet werden, dass man echt keinen Bock mehr. Ja, Weihnachtsmärkte. Weihnachtsmärkte werden bei uns teilweise auch schon einige abgesagt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Sind die Tage, wenn es einem nicht so gut geht, kann man zu Hause bleiben, ohne Urlaub zu nehmen, Krankmeldung zu bringen, erst ab dem 3. Tag. Ah, okay. Ich verstehe nicht, dass man als Geimpfter muss man sich nicht testen. Und wenn man sich testet, ist man doch sicherer. Kann man das einem erklären? So ein PCR kostet 60 Euro. Ja, das finde ich tatsächlich auch. Also ich muss mir das kurz merken, ich muss kurz noch lesen. War auch immer stolz, zum Arzt zu gehen, aber wäre mit einer chronischen Krankheit früh zum Arzt gegangen, würde es mir heute vielleicht besser gehen. Oh, chronisch krank, das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Um da mal drauf einzugehen, ich finde es tatsächlich auch, ich glaube, es ist einfach schwierig zu sagen, wie man es richtig handelt, so weil irgendwie keiner eine Erfahrung hat. Aber ich finde auch, dass es besser wäre. Ich finde, sie sollten einfach die PCR-Tests wieder kostenlos machen. Und dafür halt auch, wie gesagt, wenn man in Kontakt hatte oder sowas, bin ich auch der Meinung, man soll sich testen lassen. Weil ich habe das tatsächlich mitbekommen. Bei meinem Freund in der Arbeit, da war jemand positiv. Und die Kollegen wurden dann vom Gesundheitsamt angerufen. Und wurden nur gefragt, ob sie geimpft waren. Die haben gesagt, schicken Sie uns Ihren Impfnachweis und dann mussten die sich nicht testen lassen. Wo ich auch gesagt habe, warum, das verstehe ich nicht, weil sie könnten es ja trotzdem haben
und weiterhin Leute anstecken. Ich meine, es ist zwar gut, dass sie geimpft sind, weil sie es dann nicht so stark bekommen oder vielleicht auch gar keine Symptome, aber da brauche ich mich doch nicht wundern, wenn die Zahlen so extrem wieder hochgehen, wie sie es gerade bei uns tun, und wenn sie sich nicht testen lassen müssen. Man kann damit leben. Okay, das kann dir nicht mal der Drosten und die ganzen Typen erklären. PCR einmal die Woche kostenlos wäre nice. Ja, ich kann doch nicht 200 bis 300 Euro zahlen, auch wenn man geimpft ist, kostenlos. Irgendjemand muss aber dafür zahlen. Staat, wir sind der Staat. Ich zahle die Steuern. Ich finde auch, ich weiß nicht. Ich meine, klar, ich bin ehrlich, ich kenne mich da nicht im Detail aus und ich bin da auch bestimmt kein Experte oder so. Aber ich sag mal, bis jetzt waren die Tests auch kostenlos. Ich finde, man gerade jetzt, wo so hohe Zahlen da sind, sollte man die einfach wieder kostenlos zur Verfügung stellen. Dafür zahlen wir Steuern. So fuck it. Das muss doch möglich sein. Kommt doch wieder, dass der Test einmal in der Woche kostenlos wird. Ist das sicher? Freit ist sehr wichtig, zumindest in NRW. Aber nur der Schnelltest. Also, das ist halt dann auch wieder so von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es ist immer so schwierig. Man ist teilweise bei sich selbst nicht aktuell, deswegen. Und dann weiß man immer nicht, wie es bei den anderen ist. Also bei uns sind auf jeden Fall die PCR-Tests aktuell kostenpflichtig. Und ich finde, die sollten dann einfach kostenlos wieder sein. Corona lässt aber die Krankenhäuser sterben beispielsweise. Woher kommen denn die hohen Zahlen? Naja, ich glaube, weil sich die Leute halt einfach, auch wenn sie geimpft sind, sich trotzdem anstecken und halt einfach nicht... Ich glaube, man könnte das zumindest ein bisschen eindämmen, wenn mehr getestet werden würde. Weil ich glaube, einige kriegen es vielleicht gar nicht mit, weil sie es als Erkältung oder Grippe vielleicht abtun. Ich bin ehrlich, lass mich nicht impfen, so viel Druck. Also ich bin ja geimpft. Ich hole mir, wie gesagt, am Freitag auch meine Booster-Impfung wieder ab, weil ich bin nur mit Johnson & Johnson geimpft und jetzt wurde ja die Empfehlung für rausgegeben, dass man sich da jetzt die Booster-Impfung abholt. Das werde ich auch am Freitag machen. Ja, es ist halt schon irgendwie krass so. Ich sag mal, man möchte halt irgendwann auch wieder normal leben, deswegen versuche ich das schon irgendwie alles zu machen. Ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergeht. So, mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten entwickelt. Ich glaube halt, dass es nicht großartig besser wird, weil halt auch durch das schlechte Wetter, es findet viel einfach drinnen statt, nicht mehr draußen. Thomas, danke für dein Follow. Und wie oft wirst du dich noch impfen lassen? Naja, das eine Mal halt jetzt erstmal die Booster-Impfung und dann mal schauen. Ghostwalkie. Danke für dein Follow. Nika, das stimmt schon. Ich bin froh, echte Freunde zu haben in dieser Zeit. Ja, träum weiter von normalem Leben, das wird es nicht mehr geben. Sei dir bewusst, was gerade Polen an der Außengrenze los ist, beziehungsweise nicht alleine zu sein. Ja, ich glaube, da haben viele Leute mit auch so, ja, Depressionen oder sowas zu kämpfen. Weil sie eben, ja, sich nicht mehr so viel mit Freunden treffen können oder nicht mehr so viel machen können wie vorher. Also, das ist schon auch echt wichtig da. Grippe ist ja auch jährlich, sehe das nicht als Problem. Wir sind doch soziale Menschen, egal wer. Klar. Wir werden ein Leben mit Corona haben, das Leben wird weitergehen. Ich denke auch, dass es auf sowas halt hinauslaufen wird. Aber man muss halt jetzt erstmal gucken, dass man das einfach wieder so ein bisschen in den Griff bekommt. Halt einfach die Zahlen wieder ein bisschen runter. Ich sage auch gar nicht, dass irgendwann das gar nicht mehr geben wird. Deswegen denke ich mir aber halt auch, also lasse ich mich auf jeden Fall impfen. Ich meine, ich habe mich auch gegen andere Sachen impfen lassen. So sehe ich das. Einfach nur ich persönlich. Ich weiß, es ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Viele Leute mit unterschiedlichen Meinungen. Ich denke mir halt einfach, ich versuche was zu machen, dass wir irgendwann wieder ein normales Leben haben. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es jetzt in den Wintermonaten, glaube ich, dass wir noch viele, viele, viele Beschränkungen haben werden. Also wissen tue ich es nicht, aber ich denke... Mikey Sandstein, kannst du mal für mich kochen? Wir haben gerade Piccolinis im Ofen tatsächlich. Oben rechts in der Ecke ist der Timer. Die brauchen noch 2 Minuten. Dann sind sie fertig. Dann hole ich sie gleich raus. Was hast du die letzte Woche so gemacht? Inwiefern? Ich habe... Ich weiß nicht, ich war arbeiten. Ich war bei Freunden. Ich war einkaufen. Ich war essen. Hattest du keine Angst vor der Impfung? Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich habe so das Problem, dass ich
Angst vor Spritzen habe. Ich habe Angst vor Spritzen, aber nicht vor der Impfung an sich. Mit der Impfung an sich habe ich eigentlich kein Problem. Wie gesagt, ich habe mich ja auch schon einmal impfen lassen oder ich bin geimpft sozusagen. Das ist für mich jetzt die Booster-Impfung, die ich mir abhole. Und bis dahin die Sticker für uns da. Ja! ja. Wie gesagt, sie ist gern träumen. Wir knallen noch härter, die Gesellschaft gespalten, nichts auf Flüchtlinge in Deutschland, die nächste schöne Zeit noch, bin ich begeistert. Das ist, aber sie ist halt für mich realistisch. Schön, dass wir hier auch so tiefe Themen besprechen können. Ja, ich finde es schon wichtig, dass man über sowas auch reden kann, ohne dass sich die Leute gegenseitig an die Gurgel springen oder so. Ich finde auch, klar kann jeder unterschiedliche Meinungen haben oder so, solange man die vom anderen irgendwie auch respektiert. Man darf auch seine eigene Meinung sagen, so. Das ist wie eine andere Impfung auch und man muss ja noch 20 Minuten hinterher dort bleiben zum Beobachten. Ja, genau. Also bei mir ist es tatsächlich eher so, also das hatte ich auch bei der ersten Impfung, dass ich Kreislaufprobleme habe oder hatte, aber das liegt bei mir nicht an der Corona-Impfung, sondern das ist bei mir tatsächlich einfach, weil ich Angst vor Spritzen habe. Ich gucke nicht hin und nichts, aber ich habe das zum Beispiel auch beim Zahnarzt gehabt, als ich zum Beispiel meine Weisheitszähne gezogen bekommen habe. Ich mache mich selber so verrückt, dass ich mein Körper einfach so, ich sag mal, durchdreht. Und wenn ich dann geimpft bin, glaube ich, fällt das so richtig von mir ab und dann sackt mein Kreislauf erstmal zusammen. Also das ist, ich gehe davon aus, dass es bei mir am Freitag wieder so sein wird. Aber ich rechne halt eigentlich schon damit. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, ich nehme mir eine Cola mit. Und dann, ja, ist das so. Zahnarzt ist schlimmer, kannst du uns glauben. Ich hole gleich die Piccolinis ab, danke. Ja, alles klar. Oh, die sind jetzt auch gerade, die sind fertig. Okay, warte, ich muss noch kurz lesen. Bei mir im Impfzentrum ist eine umgekippt, aber die war schon alt und schwach. Hallo? Willst du mir gerade irgendwas sagen? Ich habe mich geimpft, um mich selber in erster Linie zu schützen, meine Eltern damit natürlich auch. Ja, ich denke es mir auch so. Ich will mich und andere schützen. Wie gesagt, ich bin geimpft, aber mit Johnson & Johnson. Deswegen werde ich mir am Freitag die Booster-Impfung geben lassen. Für mich war die Entscheidung für die Impfung einfach. Ich habe eine Chance von 1 zu 100, eine schlimme Reaktion auf die Impfung zu haben. Langfristige Schäden bei Corona sind deutlich häufiger, aber eine einfache Abwägung für mich. Also ich habe im Impfzentrum ein paar Mal gearbeitet und es ist eher selten, dass Leute richtig in die Knie danach gehen. Und so Sofortreaktionen waren bei meinen Diensten gar nicht der Fall. Also ich hatte es definitiv, Wartet, ich mache kurz den Ofen aus. Ich habe mir meine erste Impfung, das war kein Impfzentrum, das war mir so eine umgebaute Arztpraxis, die sich spezialisiert darauf hatten, in einem Geschoss nur zu impfen. Da konnte man online quasi auch einen Termin buchen und da war ich und ich war definitiv, also ich musste auch die 15 Minuten da bleiben und ich bin in diesem Sessel gehockt und mir ist der Kreislauf komplett zusammengebrochen. da gibt es eine Technik, wenn du mal Werbung im Fernsehen hast, die dir nicht gefällt, freust dich in Zukunft darauf immer wieder Freude, dann wirst du die Werbung lieben, den nächsten Schritt und auf Spritze zu freuen. Ja, muss ich mal ausprobieren. Ich habe auch so versucht so zu atmen, irgendwie so mit Atemtechniken, weil ich merke das, wenn mir der Kreislauf zusammenbricht. Ich weiß nicht, manche merken das nicht. Ich merke das tatsächlich. Weiß nicht, ich kriege da so ein komisches Gefühl im Kopf und in den Ohren, wo ich mir denke, okay, und ich zitter dann super krass. Ja. Was sagt ihr zu den Fällen, die eine Hirnthrombose bekommen oder der 12-Jährige, der gestorben ist? Ich weiß nicht. Ich sag mal, es kann dir immer bei irgendwas was passieren oder irgendwas schief gehen oder du kannst eine Vorerkrankung haben, vielleicht die man auch noch gar nicht, von der man noch nichts gewusst hatte oder sowas. Ich kann auch jetzt vor die Tür gehen und von einem Auto überfahren werden. Das ist halt schwierig. Bayern Hauptbahnhof, da werden auch Spritzen verteilt. Nee, da war ich nicht. Vollkommen genauso, kannst du irgendwo mit dem Fuß umknicken, ganz blöden Ja, richtig. Sehr viele, der gestorben ist, hatte starke Vorerkrankungen. Bedauernswerte Einzelfälle, dafür sind vielleicht 10.000 Menschen in Deutschland nicht gestorben, die ohne Impfung gestorben wären. Denkst du, ich kann Sims 2 einfach spielen oder muss ich mich da auf Steam bei meinen Freunden schämen? Spiel's! So, ich hole jetzt kurz die Piccolini. Wenn er Sims 2 spielt. Wo haben mich? Da. Leute, jetzt gibt's Piccolinis. Mal. So, und jetzt machen wir noch Pizzagewürz drüber. Was sagst du zu den Fällen, die Long-Covid haben, maximal nur noch 50% leisten können? Da gibt es viel, viel mehr. Also ich persönlich, also für mich war es tatsächlich keine Überlegung, mich impfen zu lassen. Ich habe aktiv geguckt, wo ich mich impfen lassen kann. Ich hatte ja, jetzt muss ich überlegen,
letztes Jahr im Dezember bei mir auf Arbeit in der eigenen Abteilung einige Corona-Fälle und ich habe halt ein paar ältere Kollegen auch mit Vorerkrankungen und der eine war fast ein halbes Jahr auf oder im Krankenhaus, auch auf Intensivstation, der musste beatmet werden, der hat heute noch extreme Lungenprobleme. Also ich finde, wenn man sowas halt mitbekommt, glaube ich, also so im direkten Umfeld denkt man vielleicht auch ein bisschen anders drüber. Wo ist der Ankerkraut-Sponsor? Den gibt's nicht. ich hatte schon Corona und Gott sei Dank geht's mir gut. Das ist echt, ja, sehr froh drüber. Man sieht nur Käse. Ihr wolltet, dass ich mehr Käse drauf mache. So, wir machen jetzt hier noch ein bisschen. Das ist tatsächlich einfach so Pizzagewürz. Wartet, ich weiß nicht, ob man das sieht. Steht Pizzagewürz. Das ist auch so richtig. So, wenn man das riecht, das riecht einfach nach Pizza. So Oregano und was weiß ich was, was da alles drin ist. Das ist geil. Das ist einfach geil. So, hier drüben der hässliche. Das war der letzte. Da musste ich den Teig einfach noch losbringen. Aber die sind doch eigentlich ganz schön geworden, oder? Was meint ihr? Sei wirklich froh, war das schon länger als ein halbes Jahr. Ja genau, war Anfang Januar, beziehungsweise fast ein Jahr her. Dann wäre es jetzt Zeit zu impfen. Du hast ja vergessen, ein paar Stellen noch mit Käse zu bedecken. Bisschen hell geworden. Mögt ihr oder du das lieber, wenn der Käse noch brauner ist? Knaller, vielen lieben Dank noch für dein Follow. Sind halt alle 2G-Macher und wer nicht möchte, bleibt zu Hause, keine Lust mehr so langsam. Ja, ich glaube, viele sind halt langsam auch so ein bisschen frustriert. Das ist so ein bisschen... Sieht wieder lecker aus. Ja, wir probieren gleich mal. Wartet mal. Ich brauche ein Tellerchen. Ich probiere das große hässliche, ja? Das ist hervorragend, als probiert die Colini. Die sind heiß. Ha, ha, ha. Und die kleben. Ja, das große. Das Quasimodo-Piccolini, wie ihr es vorhin so liebevoll genannt habt. Ich habe keinen Platz. Warte, ich pack die. Das Backblech mal kurz zur Seite. Ich habe eine kennengelernt, war 6 Wochen auf Intensivstation, hat noch 30% Lungenvolumen, kann die einfachsten Dinge nicht machen. Mitte 30 war Elektriker, tut mir von Herzen leid. Das ist schlimm, wenn man sowas hört. La Lady, danke für dein Follow. Kennt jemanden, der hat vor der Impfung Long-Covid bekommen? Ja, es ist schon krass, gerade wenn man es irgendwie mitbekommt. Wie schlecht es den Leuten geht. Oder wir hatten zum Beispiel auch im Bekanntenkreis jemanden, schon also beide Rentner, alt. Da ist die Frau, also sie war ein Ehepaar, da ist halt auch die Frau dann im Krankenhaus verstorben. Der Mann konnte sich nicht verabschieden, auch wegen den ganzen Corona-Beschränkungen und so weiter. Das ist schon sehr traurig, wenn man sowas mitbekommt. So. Ich mache jetzt kurz mit Messer und Gabel, weil die echt heiß sind. Aber ich muss jetzt mal kurz durchschneiden. Hm? So. Oh, Spannung steigt. Ich bin gespannt. Oh, ich kann meine Gabel nicht halten. Ich hätte mich im Juli geimpft mit BioNTech, aber der Druck ist mir doch zu viel. Hallo und guten Appetit. Euphor, vielen lieben Dank. So, warte, ich muss noch kurz pusten. Und dann berichte ich gleich, ob es auch schmeckt. Das ist heiß. Aber sie sind lecker geworden. Kurz runter essen, sonst versteht ihr mich nicht. Also sie sind sehr lecker geworden. Ich hätte vielleicht... Oh gut, das ist jetzt natürlich... Ich habe jetzt auch den dicksten probiert. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Soße drauf machen können. Aber sonst sind die echt gut geworden. So, wer will Piccolini essen? wenn eine Impfung das vermeiden kann, lasse ich mich impfen, habe ich mich auch. Ja, ich auch. Der Typ hatte keine Vorerkrankung, echt heftig. Lediglich alle 2-3 Wochen immer einen Tag husten. Ja, volles Gehalt, Info bekommt bis Long-Covid vorbei. Ja, das ist Wahnsinn.
Echt heftig. Sieht lecker aus. Dankeschön. Freut mich. Es schmeckt auch wirklich gut. Ich packe euch das Rezept in den Discord, wie immer. Also wie gesagt, das ist eigentlich, ihr habt es ja gesehen, eigentlich ist es super, super, super schnell gemacht. Klar, es dauert ein bisschen länger, als die einfach nur aus der TK-Packung rauszuholen, in den Ofen zu schieben. Aber es geht trotzdem sehr, sehr, sehr schnell. Luigi dreht sich im Grab und bei dem Wort Soße. Damit kann ich leben. Schaut gut aus, aber zu wenig Käse. Okay, ihr dürft auch viel mehr Käse benutzen. Demu, vielen lieben Dank noch für dein Follow. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Ihr könnt so viel Käse drauf machen, wie ihr wollt. Ihr könnt, das ist aber das Gute. Es ist theoretisch, ich habe nämlich das Rezept von einem Instagram-Kanal, was so ein Abnehmkanal ist. Also man kann das auch, wenn man das wirklich mit passierten Tomaten macht, so mit dem Leibkäse und da zum Beispiel wenig von nimmt, ist das auch ein super Rezept, wenn man abnehmen möchte. Nur um das mal so kurz, man muss nicht auf solche Sachen verzichten, falls ihr gerade sagt, ah, ich will ein paar Kilo verlieren. Auch dann kann man sowas essen. Nichts geht schneller als ein Dino-Nugget-Burger. Der war gut, oder? Dino-Nuggets, ja, ich habe einen Dino-Nugget-Burger gemacht. War falsch, aber ist in Ordnung, kriegt niemand hin. Okay, es tut mir leid. Süßes Hallöchen, schön, dass du noch reinguckst. Ich zeige euch nochmal die Piccolinis. Wir gucken auch gleich, wen wir noch raiden können. Wir sind heute eigentlich schon fertig. Da habe ich jetzt meine Handschuhe hingelegt. Ich zeige euch nochmal die wunderschönen Piccolinis. Selber gemacht. Da, guckt sie euch an. Ich finde, die sind cool geworden. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, keine Ahnung, ihr wollt Schinken oder was weiß ich, was alles für ein Belag, ihr könnt euch da natürlich total kreativ auslegen. Was ihr da drauf haben wollt, ich habe das jetzt super einfach gehalten, einfach nur mit Salami klein geschnitten und ein bisschen Käse. Aber haut da so viel drauf, wie ihr wollt. Der Lasi ist online, wir raiden den Lasi, zum Lasi rüber. Ja, der spielt Valorant. Und der schaut ja auch immer wieder bei mir vorbei oder ganz, ganz, ganz oft. ist auch ein ganz, ganz lieber Kerl. Würde mich freuen, wenn ihr noch mitradet und Hallo sagt. Er freut sich bestimmt. Und ja, also wie gesagt, es gibt morgen tatsächlich schon wieder einen Stream. Morgen gibt es den ersten World of Warships Sponsored Stream. Ich bin gespannt. morgen 18 Uhr. Mal ein bisschen Abwechslung hier zum Kochen. Ich freue mich und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr noch mitradet. Müssen wir das noch abschicken, oder? Okay, genau, wir sehen uns, wir hören uns, war ein schöner Stream und wenn ihr morgen keine Zeit habt, alles gut, aber ich freue mich über jeden, der vorbeischaut. Also, tschüss!